Die Umwandlung von CO2 in Glucose durch Photosynthese erfolgt nicht in einem einzigen Schritt, sondern durch eine Abfolge zahlreicher biochemischer Reaktionen. Um den Prozess besser verstehen zu können, unterteilen wir ihn in drei Schritte. Im ersten Schritt gilt es, die Lichtenergie einzufangen bzw. zu absorbieren. Dazu werden wir untersuchen, wie das sichtbare Licht zusammengesetzt ist und wie Pigmente wie Chlorophyll Licht absorbieren können. Im zweiten Schritt wird die flüchtige Lichtenergie in chemisch speicherbare Energie umgewandelt. Nur mit chemischer Energie kann die Pflanze CO2 in Glucose umwandeln. In diesem Fall ist mit chemischer Energie ATP gemeint, sowie reduziertes Nicotinamid Adenin-Dinukleotidphosphat, kurz NADPH. Im dritten Schritt schließlich wird der Kohlenstoff reduziert. Damit wird das CO2 Biomasse. NADPH liefert die Elektronen, um das fixierte CO2 reduzieren zu können, und vom ATP stammt die Energie. Mit plus 2872 kJ pro Mol ist die Reaktion sehr energieintensiv. Genauso viel Energie kann ein Lebewesen zurückgewinnen, wenn es die Reaktion umgekehrt ablaufen lässt und Glucose zu CO2 veratmet.